hallo. Ihr wolltet es, hier kommt Teil 2. Hier ist das nämlich schon mal Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin oder in der Nähe von München. Denkt dran, meine Kurse werden deutlich teurer. Holt sie euch noch vor Jahresende, ab 1.1. Insbesondere die Selbstliebe-Challenge und die Manifestations-Challenge geht ja auch bald los. Ja, ich weiß jetzt nicht, was kommt. Aline hat aus den Kommentaren irgendwie weitere zu übersetzende Sachen rausgeschrieben. Also wir hatten, glaube ich, selten ein Video, wo so viele Kommentare waren, so kurzer Zeit und so viele Views. Und ja, cool, machen wir gerne noch eine zweite Geschichte. Genau. Ja, dann erzähl mal. Das fand ich ganz witzig. Warum guckst du so verliebt? Oh Gott, ist das crazy, ey. Ja, also da ist ja schon, das ist ja schon totale Verdrehung irgendwie. Das ist ja schon, als wenn irgendwas falsch dran wäre. Verliebt zu gucken, wäre jetzt immer interessant zu wissen, in was für einer Situation ist das so gekommen, aber ist natürlich totale Abwertung. So jemand, also ist auch wieder dieses, was häufig ist in diesen toxischen Beziehungen, so dieses eiskalte, so eiskalte Kommentare, die einfach ins Herz gehen, ne? Also die einen, dann ist man vielleicht wirklich ein bisschen verliebt und dann kriegt man so einen, ja, so einen eiskalten Kommentar. Boah, das ist. Kriege ich richtig Gänsehaut. Okay. Wir kennen uns eigentlich noch nicht richtig, aber ich habe das Gefühl, dich schon ewig zu kennen. Oh ja, das ist wahrscheinlich jemand. Online-Dating, man kriegt so langsam raus, der hat schon, oder die, hat schon bestimmt schon 500 Leute gedatet und das ist so eine Variante von, also bei dir ist alles, anders, es ist ganz anders als bei den 399 und ja, also gut, kann natürlich sein, dass jemand das wirklich so meint, aber selbst dann, das muss man überlegen, ist es diese, ja, was ich immer wieder sage, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, aber oft ist es auch einfach ja, wirklich wohl überlegtes oder zumindest erlerntes Lovebombing, man weiß halt, was gut ankommt und man sollte, bevor man überlegt, dass man wirklich was Besonderes ist, sollte man nur überlegen, also die Übersetzung könnte tatsächlich lauten, ich behandle dich gerade genauso wie die 399 vorher und denen habe ich genau das gleiche erzählt. Das sollte man zumindest überlegen, ob es nicht das heißt. Ich bin kein einfacher Mensch. Oh, ja. Ja, das ist leicht zu übersetzen. Das bedeutet, ich bin kein einfacher Mensch. Und man sollte es ernst nehmen, weil ich muss wirklich sagen, gerade auf dem ersten Date ist ja auch so eine Theorie, dass sich die Sachen, an denen Dating-Prozess oder Beziehungen später scheitern oder in Schwierigkeiten kommen, ist, dass sie sich eigentlich schon auf dem ersten Date gezeigt haben. Ne? Also zum Beispiel, dass es gar nicht erst zustande gekommen ist oder keine Ahnung, oder man schon kritisiert wurde oder. Und ja, ich bin kein einfacher Mensch, das ist natürlich eine schön, wie gesagt, ich finde das immer gut, wenn Leute ehrlich sind und man kann das natürlich trotzdem machen, aber die Übersetzung ist, ich bin kein einfacher Mensch, also man sollte überlegen, ist jetzt wieder hier mein Rettergen angesprungen und ich denke so, ja, in meiner Liebe wird dieser Mensch genesen und ich werde ihn retten, auch wenn ich Mami und Papi schon nicht retten konnte, aber diesen Menschen werde ich mit meiner Liebe heilen und zu einem einfachen Menschen machen. Das ist natürlich, wie wir inzwischen wissen, ja, läuft das nicht so. Auch wenn es im Fernsehen mal wieder so gezeigt wird, so ist es nicht. Es wird mir gerade alles irgendwie zu viel. Ja, das ist natürlich, ja, die, ja, also. Gut, das finde ich, das geht sogar noch so einigermaßen, aber es deutet natürlich hin, ja, mein Wunsch nach Nähe verschwindet gerade und Wunsch nach Distanz geht gerade durch die Decke und ja, könnte natürlich, muss auch wieder in den Kontext kennen, könnte natürlich hindeuten auf Bindungsvermeidungsthemen, ja, könnte aber auch bedeuten, du hast wirklich gerade. Ich nehme schon die Stimme weg. Also du hast wirklich gerade zu viel gemacht, ne? Es war wirklich gerade zu viel Neediness und vielleicht Lovebombing vom Pluspol auch, muss man auch mal sagen, macht er auch gerne, ne? Irgendwie. Und sollte man aber auf jeden Fall als im Dating als wirklich Übersetzung nehmen. Also es läuft gerade nicht rund und wir sollten hier dringend mal eine Pause reinziehen, weil, wie man ja immer wieder gern vergisst, auch eine Musik steht nicht nur aus Noten, besteht auch aus Pausen.
ich eigentlich lange nicht mehr gesagt. Und im Dating ist es so, dass insbesondere, außer man hat jetzt so ein Megamatch, aber es ist insbesondere in den Pausen, die Gefühle wachsen so, ne? Obwohl der Mann dann auch nicht die ganze Zeit hinterher rennt und jeden Tag 10 E-Mails schreibst und warst du schon auf dem Klo und hast, weiß ich nicht, hast du schon, was machst du gerade, wo bin ich gerade und ich bin gerade hier. Und ja, das ist gerade, wenn, ich glaube, das machen Männer auch häufig falsch, weil das so völlig aus der Polarität raus ist. Und wenn eine Frau einen wiedersehen will, das heißt nur, man ist über 50% sozusagen, ne? Man ist mehr als ein 5, aber das heißt noch nicht, man ist ein 9 oder ein 10 und da muss man sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen. Aber das ist immer ein schmaler Grad, ist es jetzt schon ein Pluspol-Minuspol-Thema oder ist es ein Polaritätsthema? So. So, ein Klassiker. Du hast was Besseres verdient. Oh, ach, das ist, oh, ja, die Übersetzung heißt, ja, ich habe was Besseres verdient, genau. Nicht jemand, der offensichtlich nicht in mich verliebt ist, der keine Gefühle für mich hat. Und ja, das ist so der absolute Klassiker von Übersetzung ist, ich habe überhaupt kein Interesse mehr an dir und ich wollte dich gerade, wie verpacke ich das jetzt am besten und um jetzt jedweden Konflikt aus dem Wege zu gehen, mache ich mich sogar selber ein bisschen runter, bloß dass ich hier möglichst easy rauskomme aus der Nummer und meine Dating-App wieder anschmeißen kann und den nächsten daten kann. So. Okay, so die nächsten Sachen sind jetzt nochmal Sachen, die wir uns selbst überlegt haben, beziehungsweise wir haben nochmal ein bisschen recherchiert im Umfeld. Ah, okay. Nach einer Trennung will der Partner, die Partnerin die Sachen persönlich vorbeibringen. Oh ja, das ist so oft. Also wenn man sich, ja gerade wenn man sich von so Minuspol getrennt hat, mühsam seine Standards durchgesetzt, gesagt, so geht's nicht. Und dann müssen natürlich Sachen noch ausgetauscht werden und dann sagt man, du pass auf, ich schicke eine Freundin vorbei, die holt das oder leg es an einen neutralen Ort XY und die Person sagt, nein, auf gar keinen Fall, ich bringe es persönlich bei dir vorbei oder du holst es persönlich bei mir ab. Übersetzung ist, ich möchte versuchen, mich wieder in eine toxische Beziehung reinzuziehen, weil ich instinktiv weiß, wenn wir Körperkontakt haben und wenn wir uns live sehen und ich vielleicht noch, das wird ja auch immer dann gerne gemacht, Körperkontakt herstellen kann, auch wenn du das gar nicht willst, kann ich dich irgendwie wieder reinziehen in diesen toxischen Sog. So. Oh ja, das ist auch schön. Es war nicht so gemeint. Oh, ja, das, ja gut, ich meine, wie gesagt, das sind alles Sachen, in der funktionierenden Beziehung ist es schön, wenn sich jemand entschuldigt. Wenn man jetzt mal, ist ja meistens so, wenn man an toxische Situationen denkt oder egozentrisch, co-abhängige oder narzisstische Situationen, dann passieren bestimmte Dinge immer wieder. Und wenn jemand sich dann sagt, das war nicht, also wenn du zum 5. Mal jemand dir sagst, du bist zu fett oder du bist zu hässlich oder du bist zu, ich weiß nicht was, und du dich dann aufregst und er sagt, das war nicht so gemeint und dabei vielleicht noch ekelhaft grinst irgendwie und sich feigst irgendwie, dann weißt du, es war genau so gemeint. Es war genau so gemeint und jemand hat seinen, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass Menschen inhärent böse sind, überhaupt nicht. Jeder hat ein Licht vor der Seele, aber das heißt, ja, wenn da jemand seinen Schmerzkörper überhaupt nicht im Griff hat und das ist aber nicht wieder nicht so Tiretten, aber so ja, an seinen eigenen Wunden beschäftigt ist, dass er es nicht aushalten kann, wenn andere nicht auch im Schmerz baden, ja, dann passiert halt sowas. Ne? Und es ist genauso gemeint und eine Entschuldigung ist nichts wert, wenn das gleiche Verhalten ist nichts wert. Das ist pure Manipulation, wenn das gleiche Verhalten immer wieder passiert. Oder man muss eben akzeptieren, eine Person kann nicht anders. Ne? Ja. Okay, jetzt das Pendant zu Ich vermisse dich, das hatten wir, glaube ich, im ersten Video, oder? Ja, ich glaube, ja. Das ist aber jetzt mit noch minimalerem Einsatz, kommt noch harmloser so daher. Wie geht es dir? Ah ja, ja, es gibt ja, ja okay, es gibt ja wirklich viele Varianten von diesem Kontakt wieder aufnehmen. Wenn man, idealerweise, wenn man gerade 2-3 Wochen im Liebeskummer ist und es einem total schlecht geht und vielleicht auch den Minuspol geht es vielleicht auch nicht gut, beziehungsweise ist langweilig und ja, es gibt gerade keinen neuen Nachschub. Dann, das ist auch sehr raffiniert, weil wenn man dann, also wenn man einsteigt, hat man ja nicht immer verloren, deswegen sage ich ja immer null Kontakt, aber gut, egal.
Ja, meistens denkt man dann ja wieder, oh, da interessiert sich jetzt wirklich jemand für mich, auch wenn er sich scheinbar vorher überhaupt nicht interessiert hat. Man sagt irgendwas, mir geht's nicht gut und zack, hängt man wieder drin, weil dann ja, wird sozusagen am Finger wieder gezogen und gezogen und ja, erzähl mal und ja, ja auch nicht, soll man es nicht treffen und zack, hängt man wieder in der nächsten Runde drin. Es gibt auch noch krassere Sachen mit, ich muss dir mal was sagen, was ganz wichtig ist, das kann ich dir aber nicht am Telefon sagen oder zum Beispiel, ich muss dir ganz, ganz, das ganz Wichtige sagen, ist was Medizinisches. Also es gibt da wirklich so fiese Varianten von irgendwie so, oh, was echt super schwer ist, im Nullkontakt zu bleiben und dann nur mal, aber da ist wirklich wie immer wichtig, wenn das Bauchgefühl sagt, ah, das ist einfach, einfach die nächste Runde, dann hört nicht auf eure liebessüchtige, co-abhängige Stimme, hört auf euer Bauchgefühl. Ja. Okay, das nächste ist, ich mache sowas sonst nie oder ich habe das vorher noch nie gemacht. Oh ja, das ist ein Lovebombing-Klassiker. Das heißt, ich mache es ständig. Es kommt einfach besser an, irgendwie so. Ich bin so, oh, ich hab doch nie, also, ich hatte noch nie Sex auf dem ersten Date. Und ja, das ist einfach, ja, das ist irgendwie eine Sache, die man ständig macht, so darstellen, als ja, mache ich nie, um der Frau, also ich glaube, das ist eine Frau, Mann, weiß ich jetzt nicht, aber um dem Gegenüber das Gefühl zu geben, du bist was ganz Besonderes. In Wirklichkeit bist du einfach eine Perle an der langen Perlenschnur. Ne? Also lass Leute immer beweisen, dass ihre Worte. Aber gut, ich würde ja persönlich fremden Leuten nichts mehr glauben. Jetzt aber sieht auch an meiner Arbeit, dass es einfach, dass ich mit Lügen überschüttet werde und selber auch viele krasse Sachen erlebt habe. Also ich würde auf solche Worte würde ich Scheiß geben. Aber gut, muss jeder selber wissen. Okay, und das Letzte, du kannst mir vertrauen. Beziehungsweise hat meine Freundin mir gesagt, ihr bindungsängstlicher Typ hat immer gesagt, ich bin ein ganz Lieber, ich bin ein ganz, ganz Oh, Lieber. sagte der Das war er Wolf. natürlich Sagte nicht. der Wolf mit den langen Zähnen, ich bin zartlieb. Das ist ja, das ist der, nenne ich immer, der Rotkäppchen-Klassiker, ne? Also, ja, der Wolf hat sich, oder die Wölfin hat sich Rotkäppchen-Kostüm angehört und ich bin die Großmutter, vertrau mir. Also, ja, gut, ich meine, wenn man das schon sagen muss, ich meine, Vertrauen entsteht ja eigentlich spontan dadurch, dass man sich langsam, kontinuierlich datet, von Woche zu Woche, man seine Mauern langsam runterfährt, in dem Maß wieder merkt, der Partner hat es auch verdient, dass ich das mache, so. Aber wenn man schon sowas sagen muss, ja, dann ist wieder die Frage, was sagt dein Bauchgefühl gerade? Ich wahrscheinlich gesagt, das Bauchgefühl gerade. Alert, 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 irgendwie. Und hört auf euer fucking Bauchgefühl, ich sag's immer wieder, weil, ja, dann sagt jemand, ja, vertrau mir, was heißt denn das? Das kann, Stalin kann auch sagen, vertrau mir. Also, es kann jeder sagen. Also, es ist, aber was bedeutet es? Bedeutet es irgendwas oder ist es einfach nur dahingesagt? Wir sind durch. Ja, schön, hat wieder Spaß gemacht. Ja, im Lockdown können wir noch mehr so Sachen machen. Wenn ihr noch irgendwie Wünsche habt an solche Übersetzungen oder was, schreibt es gerne rein. Ansonsten bereiten wir uns vor auf was sehr Cooles, Aldi, ne? Aber sollen wir schon was verraten Du oder? kannst ja schon mal ein bisschen spoilern. Schon ein bisschen. Ja, also es hat mit, soll man sagen, mit einer Puppe zu tun, ne? Oder mit Hand, einer Handpuppe, ne? Ja. Also So eine ganz, ganz einfache Art, etwas zu wollen verdeutlichen. das Thema nochmal so richtig an der Basis greifen, irgendwie so, und nochmal nachstellen, irgendwie so. Genau, ansonsten Montag. 21.12., wenn die Welt nicht untergeht, wegen Wintersonnenwende und so, Spaß, haben wir einen Livestream. Und genau, ansonsten bereitet euch vor Weihnachten, geht raus, holt euch ein bisschen Vitamin D in diesen verrückten Zeiten, wenn man rausgehen darf und nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das bei euch in eurem Bundesland ist. Und ja, 2021 kann nur besser werden und wir werden uns bald wiedersehen.